Ja, Dichter und ihre Musen, immer wieder ein ergiebiges Thema für Biografen. Goethe und Frau von Stein, Schiller und die Schwestern Lengefeld, Franz Mahler und Alma Mahler-Werfel und natürlich Hölderlin und Suzette Gontar. Lyrisch verewigt als Diotima in Gedichten und im Roman Hyperion. Geboren wurde Suzette Gontar heute vor 250 Jahren. Hören Sie das Kalenderblatt von Hartmut Schade und Conny Wolter. So wie Sie hat mich noch keine Frau interessiert. Ihr Bild wird mir auf immer das Ideal ihres Geschlechts bleiben. Sanftmut, Güte, richtiger Verstand und die über ihre ganze Person verbreitete Grazie bezaubern, aber lassen sich nicht beschreiben. Unzweifelhaft, da ist einer richtig schwer verliebt. Ludwig Zehrlieder, Bankierssohn aus der Schweiz. Und die er da anbetet heißt Suzette Gontard, ist 24 Jahre alt, Gattin eines angesehenen Frankfurter Kaufmanns. Geboren wird Suzette als Susanna Borkenstein in Hamburg. Ihr Vater hat als junger Mann mit Theaterstücken und Satiren einigen lokalen literarischen Ruhm erlangt, ehe er nach Spanien auswandert und ein Vermögen macht. Susanna wächst als typische höhere Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns auf und heiratet mit 17 den Frankfurter Jakob Friedrich Gontard. Als 1793 Ludwig Zehrlieder sich in sie verliebt, ist sie schon vierfache Mutter. Er wirbt um sie mit einem besonderen Geschenk, einem eigenhändig abgeschriebenen Roman. Fragment von Hyperion, erschienen in Schillers Thalia, verfasst von Friedrich Hölderlin. Und ausgerechnet dieser Autor wird Hofmeister ihrer Kinder. Lieber Freund, es gibt ein Wesen auf der Welt, woran mein Geist Jahrtausende verweilen kann und wird. Auch Hölderlin verliebt sich in Suzette Gontard. Deren Mann ist viel geschäftlich unterwegs. Hausherren und Hauslehrer verbringen viel Zeit miteinander. Sie musizieren zusammen. Hölderlin liest Suzette abends vor. Macht sie zur Diotima seines Hyperion. Ha, wo keine Macht auf Erden, keines Gottes Wink uns trennt, wo wir eins und alles werden, das ist nun mein Element. Was sich genau zwischen Hausdame und Hauslehrer abspielt, beschäftigt schon die Fantasie der Zeitgenossen. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. So urteilt Irma Hildebrand. Es haben sich zwei Seelen, nicht zwei Körper gefunden. Der französische Germanist Pierre Bertaud urteilt lakonisch. Wer da noch an eine platonische Liebe glauben will, dem sei es nicht verwehrt. Die Idylle endet im September 1798. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Jakob Friedrich Gontard und Hölderlin. Ob aus Eifersucht oder Standesdünkel, weil ihm der vertraute Umgang seiner Frau mit einem Bediensteten nicht passt, das ist Streitpunkt Nummer 2 unter den Biografen. Hölderlin verlässt jedenfalls Frankfurt, geht ins nahegelegene Homburg. Es beginnt die Zeit der Liebesbriefe. Ich muss dir schreiben, Lieber. Wie ist nun, seit du fort bist, um und in mir alles so öde und leer? Es ist, als hätte mein Leben alle Bedeutung verloren. Nur im Schmerz fühle ich es noch. Heimliche Treffen, Briefe. 2 Jahre dauert die Beziehung noch fort. Sich aus der Ehe mit ihrem Mann zu lösen, wagt Suzette Gontard nicht. Doch haben wir heilige Pflichten für diese Welt. Stille Ergebenheit. Im Winter 1802 erkrankt Suzette Gontard an Schwindsucht. Als sie sich im Juni bei ihren Kindern noch mit den Röteln ansteckt, stirbt sie. Womöglich im Beisein Hölderlins. Pierre Bertaud zumindest hält es für möglich, dass Hölderlin noch einmal nach Frankfurt gekommen ist, um seine Diotima zu sehen.